Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Sonja Ariel von Staden. Heute wieder sehr spontan. Als ich am 21.12. das erste Mal letztes Jahr einen ganz klaren Auftrag bekommen habe, direkt zu channeln, also direkt meine Inspirationen über meinen YouTube-Kanal weiterzugeben, hätte ich nicht gedacht, dass es dazu führen wird, dass ich fast täglich online bin jetzt. Doch offensichtlich ist das gerade mein Job und ich danke all den Menschen, diesen vielen, vielen tollen Menschen, die mich so unterstützen, die mir Mut machen, dass meine Videos ihnen Kraft geben. Danke für eure Feedbacks, eure tollen Kommentare. Heute ist es auch mal wieder so intensiv, dass ich gerne meine Empfindungen an euch weitergeben möchte und auch soll. Damit ich nicht total unstrukturiert erzähle, habe ich mir ein paar Notizen gemacht nach und während meiner Meditation gerade. Als erstes möchte ich euch erzählen, wie ich die Energie im Moment empfinde. Ich habe es Zerreißprobe genannt. Und ich glaube, dass diese Art von Energie in der nächsten Zeit einfach öfter präsent sein wird, weil genau das ja jetzt unsere aktuelle Zeitqualität ist. Wenn wir uns als Menschheit von der einen in die andere Stufe des Bewusstseins bewegen, von der einen Dimension in die andere, wenn man es so benennen möchte, und auch das ist tatsächlich Philosophie und Formulierungssache, dann sind wir gerade aktuell in so etwas wie einem Spagat. Also mit dem einen Fuß auf der einen Seite, mit dem anderen schon auf der anderen Seite und dazwischen fühlt es sich manchmal wirklich wie eine Zerreißprobe an. Als ich gerade um Bilder bat, damit ich es euch sinnvoll vermitteln kann, kam sofort das Bild der Kontinentalplatten unserer Mutter Erde. Wie es vielleicht, wie ich auch in der Schule gelernt habt, besteht unsere Erde, bestehen die Kontinente unserer Erde aus schwimmenden Gesteinsplatten, die auf einem flüssigen Kern schwimmen. Und dadurch, dass eben dieser Kern flüssig ist und die Erde sich immer wieder bewegt, unter anderem auch durch kosmische Einflüsse, reiben die Kontinentalplatten so aneinander. Es gibt Nahtstellen, die sind zum Beispiel im Ozean, um die indonesischen Inseln und Japan, China herum. Deshalb gibt es dazu extrem viele Erdbeben. Es gibt unter anderem den Andreasgraben in Kalifornien, also die Nahtstelle, die quer durch den amerikanischen Kontinent fließt. Also das könnt ihr alles im Internet recherchieren. Es geht hier um das Bild. Diese Platten bewegen sich. Es gibt auf der Erde Erdbeben und das passiert gerade energetisch. Es bebt quasi die Energie. Es fühlt sich an, als würde jemand mit einem ganz harten Stück Kreide über eine Tafel kratzen. Und es quietscht, es macht einen fürchterlich schrillen, hohen Ton, wenn man es eben beschreiben möchte. Und es stachelt quasi die Aura von uns Menschen auf. Es reibt gerade für hochsensible Menschen extrem im Energiefeld. Andere, weniger sensible Menschen merken es nicht so deutlich, aber je höher wir schwingen, je weiter unsere Bewusstseinsantennen auf sind, desto mehr kriegen wir ja diese Impulse auch ab. Ich habe dazu eine Meditation aufgenommen, ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, hätte ich mir jetzt herlegen können. Ich schreibe es unten in die Infobox hinein, aber ich habe da eben auch ein Video zu gemacht, beziehungsweise eine Meditation aufgenommen. Die verlinke ich euch oben, könnt ihr direkt anklicken. Ich nenne das Seelenbalsam. Das ist eine kleine Meditation, die mir Mutter Erde geschenkt hat. Und ich habe heute bei Facebook und Instagram gepostet, was ich schon heute Morgen in der Meditation bekam, nämlich
dass wir uns heute sehr, sehr gut erden sollen und uns, finde ich etwas ungewöhnlich, aber trotzdem habe ich es geschrieben, uns mit den Quellen, dem Wasser in der Erde verbinden sollen. Und dann kam halt eben jetzt gerade in der Meditation, wir haben jetzt aktuell Mittagszeit, 11. Februar, glaube ich, 2019, und der Mittagsmeditation kam gerade, dass diese Quellenergie in der Erde quasi dazu beiträgt, dass unsere Aura wieder etwas glatter gestreichelt wird. Also, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr Energiewurzeln in die Erde hineinsenkt, aus eurem Körper, aus eurem Feld in die Erde hinabsenkt und dort einfach eure Energiewurzeln mit den Quellen der Erde verbindet und dann über die Energiewurzeln diese sanfte, friedliche Quellenergie in euren Körper atmet, sie ausdehnt in eure Aura, dann ist das schon mal so ein Glattstreicheln. Ich persönlich mache es dann immer so, dass ich mir vorstelle, dass so ein Seelenbalsam aus dem Universum wie eine Dusche wirklich über mich fließt und dieses zerrissene, aufgestachelte Energiefeld um mich herum wieder ganz sanft glatt streichelt. Das kann man also quasi von oben nach unten machen, sich dann wirklich mit weichem, sanften, liebevollen Licht glatt streichen lassen und auch reinigen lassen. Und andererseits können wir aktiv unsere Lichtwurzeln in die Erde wachsen lassen und diesen Seelenbalsam der Erde, die Liebe, die mütterliche Geborgenheit und Sicherheit in unser System lassen und dann in unser Feld hineinsenden. Und auch das ganz wichtig, ich habe ein Video dazu gemacht, zum Thema Lichtkraft. Auch das verlinke ich oben jetzt mal. Das ist die Engelbotschaft Januar, Februar. Sie kommt oder kam nicht umsonst, jetzt wahrscheinlich, weil jetzt gerade diese aktuellen Zerreißproben so stark sind. Also nutzt bitte diese Lichtkraft. Ich habe mir das vorhin dann so vorgestellt, beziehungsweise es wurde mir so gezeigt, einerseits horizontal und vertikal, also einmal von oben nach unten, wie jetzt gerade auch den Seelenbalsamstrom, aber auch in der horizontalen Ebene, dass wir so ein Lichtkreuz aufbauen, das unsere Schutzkugel stabilisiert. Ich bin kein Fan von massivem Schutz. Ich mache da nochmal irgendwann ein extra Video gerade für die Hochsensiblen zu. Es geht jetzt darum, dass wir wirklich aktiv dafür sorgen, dass um uns herum, nennt es Aura, nennt es Energiefeld, ich stelle mir eben da eine leuchtende goldene Kugel vor, um mich herum, dass das wirklich, dieser Raum um mich herum, mehrere Meter in alle Richtungen, oben, unten, links und rechts, Kugel halt, voller Licht, voller Kraft, voller Energie ist, Frieden, Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, eine ganz, ganz starke, mich umhüllende Energie. Und das möchte ich euch von Herzen empfehlen. Probiert es wenigstens mal aus, vielleicht tut es euch gut. In der Botschaft, in der Engelbotschaft wird auch von den inneren Sicherungskästen gesprochen. Das kam mal bei mir in einem Coaching, dieses Bild. Das ist schon ganz lange her und das zeigte sich in der Engelbotschaft eben wieder ganz massiv, ganz, ganz deutlich. Also die meisten Menschen haben halt, wenn man das mit einem Sicherungskasten im Haus vergleicht, nur ganz wenige Sicherungen an. Die meisten sind aus. Und das bedeutet, im Gehirn, im Körper, im Energiefeld sind viele, viele Lebensströme gar nicht an. Also es fließt gar nicht viel Energie. In solchen Tagen wie jetzt, wo wir wirklich in dieser Zerreißprobe sind, wo uns diese Energie so aufstachelt, unruhig macht, einen unnatürlichen Aktivismus, teilweise Aggression hervorruft, da ist es ganz wichtig, alle Sicherungen wieder innerlich anzuschalten, damit genug Energie fließt, damit genug Ruhe da ist, Stabilität da ist. Dafür sind die Lichtwurzeln übrigens auch gut in die Erde, fest stabilisieren, gut und tief erden. Ich habe einige Kommentare heute bei Facebook und Instagram bekommen. Ich habe auch ein paar persönliche Nachrichten bekommen über meine ganzen anderen Kommunikationswege. Es gibt einige Menschen, deren Ängste gerade extrem angefacht werden, die schon ein paar Jahre immer mal wieder Angst- oder Panikattacken haben. Und jetzt gerade ist es wieder so. Und auch das, bitte ihr Lieben, es ist ein Zeichen dieser Zerreißproben. Manche nennen das Portaltage, wie auch immer ihr es nennt. Gerade an diesen Tagen mit so einer Frequenz wie gerade eben jetzt, werden diese
illusionären Ängste. Also es sind ja Ängste, die nicht substanziell sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand mit einer Axt hinter euch steht und euch töten will oder mit einer Pistole auf euch zielt oder dass ihr auf der Straße steht, ein Auto fährt auf euch zu und ihr werdet überfahren. Es sind ja bei Panikattacken und Angstattacken Dinge, die das Ego, das Bewusstsein falsch sortiert und sagt, da gibt es ganz viele Gründe, Angst zu haben, die aber irreal sind. Und das wird in solchen Tagen extrem angefacht. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen. Findet in solchen Momenten einen Punkt in euch, an dem es still ist. Macht es in einer Meditation. Am besten ist es immer, das habe ich in vielen, vielen Beratungen mit Menschen schon immer wieder sagen sollen und dürfen. Macht euch einen Notfallplan. Das ist ganz wichtig, gerade jetzt in dieser Übergangszeit von der einen in die andere Ebene, von der einen in die andere Dimension. Es ist gut, so einen Plan zu haben, ihn irgendwo an die Wand zu kleben, Kühlschrank, wohin auch immer, wo drauf steht, was dir persönlich gut tut in solchen Zeiten. Ich habe eine Liste gemacht, die werde ich unten verlinken in der Infobox. Die habe ich in meinem Blog aufgeschrieben, die erweitere ich auch ständig, weil ich ja von euch auch immer wieder tolle Ideen bekomme. Und ich bitte euch auch darum, schreibt in die Kommentare, was euch in solchen Zeiten gut tut, ja, damit andere davon profitieren können. Vielleicht habt ihr eine fantastische Meditation hier bei YouTube gefunden, dann bitte macht einen Link in die Kommentare. Vielleicht gibt es andere Menschen, Ärzte, Heilpraktiker, spirituelle Lehrer, die tolle Videos gemacht haben für solche haarsträubenden Zeiten. Haarsträubend im wahrsten Sinne. Bitte schreibt es in die Kommentare. Wir sind alle miteinander verbunden. Die Gemeinschaft ist wichtiger denn je, dass wir uns gegenseitig unterstützen in solchen Zeiten. Also macht euch so eine Liste, auf die ihr schauen könnt, wenn es euch nicht gut geht, damit ihr wieder euren Frieden findet, damit euch die Ängste, das Drama, das Krisengefühl nicht da niederhaut. So, genau, dann sollte ich noch daran erinnern, es gibt ja Menschen, die an Engel glauben, die an hilfreiche Wesen glauben, was auch immer es ist, das dir ganz persönlich gut tut. Richte deinen Fokus wieder darauf, du bist niemals alleine. Wenn jemand bei dir ist in deiner Umgebung, der dich mal ganz schnell in die Arme nehmen kann, einfach ein paar Mal mit dir tief ein- und ausatmen, dass du wirklich wieder das Gefühl bekommst, gehalten zu werden, dann hol dir das auf eine liebevolle, wertschätzende und respektvolle Weise natürlich, bitteschön. Aber nutzt das dann. Und wenn du niemanden hast, der dich jetzt gerade aktuell in den Arm nehmen kann, dann stell dir vor, dass dein Schutzengel dich in die Arme nimmt. Es sind diese einfachen Gedanken, die sofort für mehr Ruhe im System sorgen. Und ich soll euch auch noch sagen, bitte nehmt es auch, es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, nehmt es ein bisschen auch sportlich als Training. Das, was wir jetzt gerade energetisch erleben, wird vermutlich öfter passieren und es wird natürlich auch auf der Erde materielle Veränderungen geben, die genauso dann stabile, kraftvolle, klare Menschen fordert. Diese Veränderungen werden alles betreffen. Die werden unser Geldsystem betreffen, die werden unsere Art zu leben betreffen, auch Veränderungen auf der Erde, in der Natur. Und je stärker wir uns jetzt machen, und das soll jetzt nicht wieder neue Ängste schüren, im Gegenteil, ich möchte euch Mut machen, je mehr wir das jetzt üben und trainieren, eben im größten Sturm ruhig zu bleiben, desto leichter fällt es uns später auch in jeder Gelegenheit. Und es kann auch einfach im Job sein, das kann in einer Familiensituation sein. Sorgt einfach gut für euch. Ich habe auch ein Krisenhandbuch geschrieben, das werde ich auch unten verlinken. Und das sind alles einfach nur von mir gesammelte Tipps, weil ich das ja seit fast 20 Jahren mache, einfach das, was ich ausprobiert habe, weiterzugeben. Also, das waren jetzt eine Menge Tipps. Und ja, wenn bei mir noch irgendwelche Infos durchkommen, die ich euch weitergeben soll, werde ich das natürlich tun. Ich hoffe,
Ich konnte dir helfen. Ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht, die sich gerade so unwohl fühlen, wie es mir vorhin auch ging. Jetzt fühle ich mich nach der Meditation, nach dem, was ich euch jetzt erzählt habe, was ich selber ausprobiert habe, geht es mir deutlich besser. Und ich werde jetzt auch dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt erstmal ionisiertes Wasser machen. Das steht auch in meinem Blogbeitrag. Ich werde mir gute Dinge in meiner Küche suchen, die ich essen kann, die mich stabilisieren. Werde weiter meditieren und ja, einfach dann weitermachen mit meinem Alltag. Also jetzt erstmal ganz, ganz liebe Grüße aus Mallorca von Herzen. Das Allerbeste für dich, das Allerbeste für euch und für die Menschen. Eure Sonja Ariel von